In der kommenden Woche wird es eng bei der verbotenen Liebe. Herzlich willkommen zum Clipping. Jo will mit jedem Mittel Bella zurück ins Leben holen. Zufällig bemerkt er Anzeichen einer bedrohlichen Lungenembolie bei ihr. Er schlägt sofort Alarm, aber keiner behandelt Bella kompetent. Jo sieht nur einen Weg, er muss Bella noch einmal operieren. Dabei riskiert er seine Zulassung als Arzt. Warum kommt denn da nicht mal jemand und sagt einem Bescheid? Ich bin mir sicher, alles wird gut werden. Ja, schließlich ist es ja auch dein Freund, der an meiner Tochter rumdoktert. Jo weiß, was er tut. Wenn er nicht so früh gemerkt hätte, dass mit Bella was nicht stimmt. Ach, woher kommt denn so eine Embolie? Der mit seinen Sägespänen. Was? Was denn für Sägespäne? Jo hat Bella an Sägespänen riechen lassen, um ihre Sinne zu stimulieren. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser Embolie zu tun. Hauptsache, du bist dir sicher. Dein Freund pfuscht nicht wieder. Charlie, was soll das denn? Jo kämpft da drin um Bellas Leben, also hör auf ihm rumzuhacken. Und wenn er bei der ersten OP keinen Fehler gemacht hätte, wäre Bella überhaupt nicht in dem Zustand. Wenn Bella etwas zustößt, dann mache ich ihn dafür verantwortlich. Und dich. Charlie! Erst ein fingierter Diamantenraub, dann ein angeschossener Security-Mitarbeiter und jetzt ein Unschuldiger unter Tatverdacht. Emilio sieht tatenlos zu, wie Sascha von der Polizei mitgenommen wird. Ist er wirklich so herzlos geworden? Okay, es ist wegen Lara. Wenn ich was sage, dann tun Sie ihr was an, dann bringen Sie sie um! Für sie fängst du dir eine Kugel und mich lässt du hier hängen. Was soll ich denn tun? Sag die Wahrheit. Aber wenn ich was sage, dann tun Sie ihr was an. Du magst sie also mehr als mich. Und ich hab dir geglaubt. Ich dachte, Freundschaft bedeutet dir etwas. Tut es doch auch. Mensch, ich mache das nur, weil ich dich beschützen will. Beschützen? Wovor? Das kann ich dir nicht sagen. Das war ja klar. Bitte, ich will dir nur helfen. Hm? Und Sascha? Was tust du für ihn? Ist er nicht dein Freund? Doch. Und ich würde ihm sofort helfen, wenn ich nur irgendwie könnte. Du könntest. Du bist nur zu feige. Okay. Ich sag die Wahrheit. Ich habe die Diamanten für Tanja gestohlen. Das gestern, das waren nur Fälschungen, das waren Plagiate. Und den Stein, den wir bei euch in der Wohnung gefunden haben? Den habe ich genommen, als ich für Tanja die Diamanten gestohlen habe. Tanja von Lahnstein? Ja. Sascha ist unschuldig. Na also, geht doch. Die Lahnsteins sind geschockt. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die Diamanten geklaut wurden. Nein, sie waren anscheinend auch nicht ausreichend versichert. Jetzt gibt es wohl keinen Ausweg mehr aus der Katastrophe. Oder doch? Mein Vater hat euch schon einmal gerettet. Daran erinnere ich mich ein wenig anders. Und jetzt bin ich bereit, euch zu retten. Ich habe das Vermögen dafür. Was wäre denn die Gegenleistung, die wir erbringen müssten? Ich übernehme das gesamte Unternehmen und Königsbrunn. Jedes Familienmitglied bekommt eine Abfindung von 1 Million Euro, verlässt den Stammsitz und kehrt nie mehr zurück. Niemals. Eher gehe ich unter. Du bist nicht meine echte Lahnstein. Ich frage Sie als Familienoberhaupt. Nehmen Sie mein Angebot an? Wir würden alles verlieren, wären aber schuldenfrei. Das ist mein Angebot. Nur über meine Leiche. Dann werden Sie untergehen. Dann soll es eben so sein. Wird Jo Bellas Leben retten? Wird Emilio Sascha seine Freundschaft beweisen? Und was passiert mit den Lahnsteins? Verbotene Liebe ab Montag um 18 Uhr im Ersten.